Und wenn ich dann wieder hochkomme, da ist man schwindelig dabei und so weiter. Das ist also auch nicht das normale Müdesein, sondern einfach etwas, sagen wir, komatös. Schon, ja. Und da kriege ich dann auch etwas Angst. Wir sehen hier Menschen, seien es jetzt unsere Patienten, seien es die Angehörigen, immer in Krisensituationen. Es sind immer extreme Situationen, wo wir Menschen erleben, in der ganzen Bandbreite ihrer Emotionalität und ihres Erlebens. Also das ist sicher, es geht einfach um, in jedem Zimmer, um wesentliche Themen. Also der Tod oder über den Tod zu reden, ist wie ein Tabuthema. Und die Aufgabe der Palliativmedizin ist es, dieses Tabuthema zu öffnen, sowohl für den Patienten als auch für die Angehörigen. Heute hat er mir da was erzählt, da habe ich gar nichts verstanden. Professor hat mich auch gefragt, kam ja heute Mittag. Okay, ich hab meinen Mann nicht verstanden. Der hat Träume erzählt, ich habe nichts verstanden. Und auch so. Aber gestern war er noch so gut, dass er sich bedankt hat bei mir für all die Jahre halt. Und das ist, wie hat er gesagt, dass es schön war mit mir und mit euch. Also, der hat bestimmt die Kinder gemeint. Dann kommen natürlich diese heftigen Kämpfe in einem zu entscheiden, was kann man dem Patienten noch zumuten und was nicht. Und diese Bestrahlung, die ist also schon so heftig gewesen, dass meine Frau dann auch nach der 5. Bestrahlung bewusstlos geworden ist. Und dann habe ich nach Rücksprache mit meinen Kindern dann entschieden, dass wir den Willen meiner Frau berücksichtigen, die also lebensverlängernde Maßnahmen nicht wünscht. Die Patientin hat ja ein Glioblastom, also einen Gehirntumor, der offensichtlich sehr schnell wächst. Und ich wusste bereits, dass sie für musikalische Klänge, auch meditative Klänge, sehr offen ist. Also sie hat mir erzählt, dass sie zu Hause im Garten sitzend bestimmte Töne von ihren Windspielen hört und dass die eben etwas mit ihr machen und sie auch beruhigen und ihr wohltun. Und dann habe ich ihr angeboten, das Monochord zu holen, und sie hat aus diesem Krankheitszustand heraus nicht reagiert, also sehr zurückhaltend. Das wusste ich aber oder habe es mir gedacht. Also insofern habe ich dann ein bisschen offensiver gesagt, ich hole das mal und wir probieren es aus und sie können jederzeit Stopp sagen. Und es hat sich dann gezeigt, dass das genau das Richtige war. Und hat mir dann am Ende gesagt, dass sich in ihrem Bauch ein großer Violinschlüssel befindet. Und dass der sehr wohltuend ist. Und dass auch ihre Gedanken sich sortiert hätten, dass es eine bestimmte Ecke gibt in ihrem Gehirn, in ihren Gedanken, die sehr grau und etwas bedrohlich gewesen sei und die jetzt wesentlich weniger bedrohlich ist.